Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz des Derbys gegen die DEG. 6.247 Zuschauer sehen eine knappe Niederlage der Krefeld-Pinguine in Verlängerung. Zu meiner Linken Gästecoach Christoph Kreuzer, zu meiner Rechten Franz Fritzmeier, der Gästetrainer, bitte. Ja, guten Abend zusammen. Ja, wir sind sehr froh über die Punkte, die wir hier in Krefeld mitnehmen. Es ist ja immer sehr schön, wenn man ein Derby gewinnt. Ich denke, es war ein sehr enges Spiel. Wir haben sicherlich ein paar Dinge besser spielen können in der defensiven Zone auch und sowas. Hat Krefeld schon auch viel gedrückt, aber wir haben trotzdem versucht, unser Bestes zu geben. Die Jungs haben gearbeitet, richtig hart, haben sich das verdient. Am Ende, ja, in Overtime ist immer ein bisschen Glück, aber das Glück musste jetzt auch mal auf unserer Seite sein. Wir haben jetzt die letzten Spiele oft, gerade in den Toren sehr viel Chancen vergeben und nicht das Glück auf unserer Seite gehabt. Heute haben wir uns das erkämpft bis zum Schluss. Ich denke, gerade im letzten Drittel haben wir mehr vom Spiel gehabt. Vorher war es ein bisschen mehr auf Krefelder Seite. Ich denke, die beste Leistung gilt heute Felix Bick, der eine überragende Leistung gebracht hat. Danke. Vielen Dank. Ja, erstmal guten Abend und gratuliere natürlich an Christoph und seine Mannschaft. Ansonsten muss ich sagen, ist es natürlich eine bittere Niederlage für uns. Es waren zwei sehr hart arbeitende Mannschaften auf dem Eis. Beide Mannschaften haben alles gegeben, aber wir müssen natürlich nach dem zweiten Drittel hier die klare Führung innehaben. Das haben wir auch leider nicht geschafft. Auch ganz kurz vor Schluss hat man nochmal eine Riesenchance, ganz alleine vom Tor. Natürlich, wie der Christoph sagt, Felix Bick hat überragend gehalten. Das ist absolut so. Nichtsdestotrotz musste das Spiel halt früher entscheiden. Und das ist natürlich bitter, vor allem auch für unsere Fans. War tolle Stimmung im Stadion, haben uns toll unterstützt. Und aber so ist eben der Sport, so ist Eishockey. Freitag lief es andersrum für uns und am Dienstag geht es weiter. Danke. Gibt es Fragen der anwesenden Pressevertreter? Das ist nicht der Fall, dann geht es für uns am Dienstag in Bremerhaven weiter. Am Freitag sehen wir uns hier wieder, wenn der amtierende deutsche Meister zu Gast ist. Schönen Sonntag. Tschüss.